So, wir sind jetzt unten in der Gruft. Richtig? Richtig. Nicht betreten, wenn du nicht vorhast, auch zu sterben. So ungefähr. Hier drin waren die Geister. Hier liegt Sir Noland von seinem ehemaligen Titel entfernt. Okay, gucken wir uns mal die Wände hier an. Nichts. So, und ganz genau darauf achten, ob nicht irgendwo auf dem Boden eine zerbrochene Klinge liegt. Egal, wie sie aussieht. Das ist eine Axt. Es ist streng genommen auch eine Klinge, aber wir suchen eher ein Schwert. Oh, aha. Ja, natürlich. Oh. War es nicht das drin, was ich erwartet hätte? Also direkt dahinter eine Kiste zu verstecken, ist auch schon mal ganz schön gemein. Und wir haben jetzt hier einen Stab, richtig? Ja, einen magischen Stab. Rune, Rune, roter Edelstein. Keine Klinge. Na gut, du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst auch mal mit, auch wenn ich nicht weiß, was du machst. Und man sieht doch nicht wirklich irgendwas. Magical Wand und Wand. Wobei der Wand bestimmt auch magical ist. Also hier ist die Klinge auch nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht. Noland. Da oben an der Decke ist auch nichts. Ne. Okay. Scheint so, als müssten wir jetzt die Klinge erstmal ignorieren. Das heißt, nächster Tagesordnungspunkt. Wir versuchen hier rauszukommen. Wieder über die ganze Lava rüber. Und dann gehen wir einfach in die nächste Etage runter. Und machen so lange ganz normal weiter, bis wir irgendwann nicht weiterkommen ohne die Klinge. Falls es so einen Punkt überhaupt gibt. Das wäre ganz schön gemein. Aber ältere Spiele sind da in der Hinsicht teilweise sehr erbarmungslos. Also wenn man irgendeinen Gegenstand nicht gefunden hat, der auch noch tierisch schwer zu finden ist, dann kann man das Spiel nicht beenden. Dann muss man damit leben können. Damals war es noch nicht ganz so wichtig, den Kunden hundertprozentig zufriedenzustellen, wodurch die Spiele aber auch wesentlich interessanter geworden sind. Heutzutage ist es ja genau andersrum. Heutzutage kann jeder ein Spiel durchspielen. Das ist absolut keine Herausforderung mehr. Und jeder normale Mensch fühlt sich deswegen toll. Und jeder, der ein bisschen was in der Birne hat, der fühlt sich deswegen verarscht. Aber gut, ich rede schon wieder zu viel über moderne Spiele. Also runter. Ups. Hier ist irgendwo die verrückte Magierin, die wir eigentlich wahrscheinlich auch umbringen müssten für die Klinge. Aber es nicht dürfen. Obwohl, warte mal. Wir gehen jetzt mal zu der Magierin hin und sagen einfach, dass Tom tot ist. Du. Vorsprechen wir ab. So, du. Tom ist tot. Nein, aber er versteckt sich vor mir. Es ist ein Spiel, das er spielt. Jetzt ruft sie nach Tom, dass er rauskommen soll, weil sie Angst bekommt. Also irgendwann hat sich mein Tom vor ihr versteckt. Oder es ist einfach nur eine Ausrede oder Denial, also Verblendung. Dass sie eigentlich weiß, dass er tot ist, aber sich nicht eingestehen will. Aber konnten sie so schon mal nichts provozieren, uns anzugreifen. Durch was auch immer. Nee. Ich kann sie nicht einfach so angreifen. Das kann nicht im Sinne des Spiels sein. Also gut, wir wollen. Uah. Wir wollen in diese nicht schwarz-weiße Lava nicht einspringen. Warte mal, Shift J. Wow, okay. Ja. Zeigt mir den Weg nach unten. Da ist er ja schon. Also links rum zu dem Hauptkorridor mit dem Knubbel in der Mitte. Genau.
rechts rum, each, rechts rum. So, brandneue Etage, ohne irgendwelche Notizen. Zuallererst das hier weg. Das irritiert mich mehr, als es mir hilft. So, dann würden wir gerne schlafen. Dann würden wir gerne die Zauber ändern. Und zwar auf in Lore. Damit wir uns hier umgucken können. Und für später schon mal Heilzauber. So. Also unverfänglich umgucken. Als wir hier einmal reingeguckt haben, ist uns gleich die Lava aufgefallen. Vor allem auch die Lava auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob die Schaden macht. Ja, macht sie. Nicht viel, aber macht sie. Dann sollten wir da auch nicht drauf treten. Oh, was haben wir da? Warnung, gefährliche Gegend. Yeah. Ja. Sieht bisher nicht so wirklich gefährlich aus. Was liegt denn da komisch auf dem Boden? Achso, ein zerbrochener Stab? Ja. Zur großen Treppe, die eingestürzt ist. Die Akademie des Abyss. Na gut, ich gucke erstmal ganz kurz zur Treppe. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir sie irgendwann mal benutzen können. Um von ganz unten nach ganz oben zu kommen. Also irgendwie reparieren oder freischaufeln oder was auch immer. Jo. Was für ein Wurm bist du denn bitte? Normalerweise haltet ihr einen Treffer aus. Das wäre jetzt ein wenig albern, wenn es hier schon Level-Scaling gegeben hätte. Und die Würmer sich dem Level anpassen. Wir sind ja aber da, wir sind schon Stufe 14 oder so. Dürften uns eigentlich gar nichts mehr können. Also ja, Schaden verursachen sie auch fast keinen, aber... Ne, treffen wir schon mal schön. So. Boah. Ich hätte keinen Kämpfer spielen sollen, sondern einfach einen Magier. Das wäre dezent einfacher gewesen. Die Zauberflöche treffen wenigstens immer. So. Oh, ein Kopfloser. Nee, jupp. Die treffen wenigstens. Da haben wir fast keinen Schaden noch anscheinend. Helm beschädigt. Ah, jetzt ist er rot, sehr schön. Komm, kibum. Müssen uns gleich erstmal heilen. So. Heilung. So. Dafür, dass wir jetzt schon zweimal Casting erhöht haben, fizzeln wir noch ganz schön häufig, selbst bei so einem einfachen Zauberspruch wie leichte Heilung. Na, komisch. Aber gut. Jetzt zur Akademie. Jo. Quartier von Netsch. Hallo Netsch. Oh. Du bist Netsch? Oder warst mal Netsch? Zack, One Hit. Sehr schön. Ja, Skelette One-Hitten wir, aber komische kleine Dinge auf dem Boden halten uns stundenlang beschäftigt. So, du bist eine Schriftrolle, die irgendwas macht. Du bist eine Serviceable Maze, falls wir eine Tür einschlagen müssen. Sehr gut. Gold wird ignoriert. Ein Wurm. Ne, zwei Würmer, weil der hintere bewegt sich nicht. Genau so muss das laufen. Ein Schlag, ein toter Wurm. Okay. Genau so läuft's jetzt auch. Warte mal, das sieht ein bisschen so aus wie der Raum, den wir durch das eine Auge gesehen haben. Ja, nicht ganz. Kaputt. Die spucken ja Gift. Okay. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, weil wir mit so nah dran standen. Wow. Wo kommst du denn her?
So, so. Sehr schön. Also von da kamen wir, glaube ich. Oh, ganz schön viele Türen. Und Gänge und was weiß ich. Eine zerbrochene Klinge. Aber es ist uns aber auch ein Schwert, okay? Und ja, ich werde jetzt bei jeder Klinge aufschrecken, ob das nicht vielleicht die Klinge ist, die wir brauchen. Ein Dolch, ne. Okay, was haben wir hier? Die Bücherei der Akademie. Bitte Bücher wieder so zurückbringen. Okay, 5 Bücher. 8 Bücher. 11 Bücher. Und eine Schriftrolle. Die irgendwas macht. Ja, dann machen wir ein bisschen Platz. Was hattest du? So, im Südosten hinter der Mauer ist ein Geheimnis. Haben wir auf dem Zettel aufgeschrieben, das ist okay. So, das heißt, wir nehmen jetzt die einzeln hoch und gucken, was da drin steht. Eine Studie fürs Erhitzen und Präparieren von Reagenzien. Ja, nö. Oh, wir konnten den Stuhl bewegen. Interessant. Vulkane, Tore in eine andere Welt. Aus aktuellem Anlass, hier ist ja wohl irgendwo ein Vulkan. Was jeder Zauberer wissen sollte über Mode? Was zur Hölle? Ich bin hier in einer komischen Akademie gelandet. Folange van Lo. Eine fremde Sprache. Eine unvorhergesehene Kombination auf der Suche nach weiteren Kombinationen von Kräutern. Soul Mantra. Das schreibe ich mal auf. Irgendwo hier mit hin. Soul. Und was genau macht das? Shortcut to Magical Power, also Mana. Haben wir schon Mana? Ja, Mana ist Mu-Arm. Okay. So, die haben wir alle durch. Hier war noch ein Raum mit... Boah, da kommen wir her. Hier, die müssen alle neu sein. Achso, und du kannst... Eck. So, und du, was bist du? Die Herkunft der Moongates. Existieren andere Welten? Jupp, definitiv. Wir sind aus einer anderen. So. Die Gefahren der Mandrakwurzel. Zack. Eine Geschichte von Britannia. Witze für angehende Magier. Weil jeder Magier ein Witzbuch braucht. Und ein menschliches, gargoylisches Dictionary. Und da alle Gargoyles hier drin tot sind, brauchen wir es auch nicht. Ja, also es kann gut sein, dass wir irgendeines der Bücher irgendwann mal brauchen. Ich hoffe, ich erinnere mich dann dran, dass hier eins liegt. Wäre richtig? Und erstmal dann nach Nordosten noch ganz kurz. Also ja, falls wir über irgendwas stolpern, wo man Bücher brauchen könnte, fällt es mir hoffentlich ein, dass das hier liegt. Ansonsten könnte es einfach nur für Story-Elemente sein. Diese Dinger da sehen komisch aus. Kann man nicht benutzen, okay. So, oh, oh. Ah. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz schön großer Raum. Es muss irgendwie ein wichtiger Raum gewesen sein. Da ist auch ein Schrein. Den wir jetzt nicht wirklich brauchen, aber schaden wird er auch nicht, denke ich mal. Warum zur Hölle ist da eine Rampe unter in die Lava? Ah, ist gar nicht runter in die Lava. Runter zum Schrein, okay. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Secret mit der Lava.
hier lang zum Beispiel. Nach Süden, richtig? Ja. Aber das können wir später machen. Erstmal wollen wir einfach nur so gucken, wo alles ist.